Ich bitte um einen sinnlosen Applaus für Schizo-Streamer. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Moin Moin Kaffee. Und ich freue mich auf einen weiteren Stream, auf einen weiteren schönen Abend heute am Samstag. Ihr wisst ja, Minimum 3 Stunden, Maximum dann 4 Stunden. Lasst uns beginnen mit dem Remi-Demi-Stream. Ich freue mich, denn der Remi-Demi-Stream ist ja etwas, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich ja auch immer lange dran gearbeitet habe, dran gefeilt habe, um ihn letzten Endes dann so präsentieren zu können, wie ich ihn euch nun endlich anbieten kann. Das freut mich natürlich sehr. Hier auch nochmal im Chat die Links zu Kashi. Ja, das ist der bildhübsche Mann an meiner Seite gewesen. Ach, Mensch, Kashi, wir beide, ne? Ja, da aber muss man mal sagen, ja? Ja. Also, Kashi, da wirklich nochmal, also, muss man einmal sagen, vielen Dank. Dankeschön. Sein die, oh, einmal gefragt. Dann, ja. Ah, wäre ich schon wieder so im Aal. Ah, Tränen. Oh. Ja, ist ja auch egal. Hauptsache, ich lache darüber. Richtig, der mit der unglaublich heftigen Nase. Kashi, ich werde das nie wieder sagen, denn ich habe gemerkt, im 24-Stunden-Livestream, ne? Nein, es war gestern. Gestern in unserem Podcast. Übrigens, jetzt immer freitags ist 21 Uhr. Nicht mehr sonntags 18 Uhr. Nein, merkt euch bitte, unorganisiert, der etwas andere Podcast. Ab jetzt an immer freitags 21 Uhr. Und das war gestern. Und ich habe gemerkt, als ich wieder einen Witz machte, der in die Richtung der Optik von Carsten ging, dass er da wohl offensichtlich nicht mehr so drüber lachen kann. Ja, ich habe es offen, ich habe es überspitzt, ich habe es so aufgebracht. Und Kashi, mir ist es aufgefallen, weil ich sensibel bin. Und ich möchte mich in aller Form auch für all die Jahre der Diskriminierung entschuldigen. Es tut mir leid. Und ich werde versuchen, mich nie wieder über deine Nase lustig zu machen. Sollte es so sein, dass ich noch ein einziges Mal ein Gag über deine Nase bringe, zahle ich dir 5 Euro. Für jedes Mal, wo ich einen Gag über deine Nase bringe. Puh. Ja. Scheiße. So wird er noch reich, ne? Ja. Ich soll anfangen zu sparen. Ah, Digga. So selten, wie ich Witze mache darüber, ne? Dimitri, hello my bro, ja? Liebe Grüße gehen raus nach Spanien, ja? Lovely Grüße, go out to Spain. Ja. Hier in Germany, the weather is not so good, ja? Viel Regen, many rain. And I can say, it's frustrierend, ja, oder auf Spanisch, frustella, ja, is frustella for me, ja, was soll ich mal, my friend in Spain, wir müssen uns unbedingt nochmal Naschen schicken, ne, Candy Box. German Candies for you and Spain Candy for me. Ja, das müssen wir machen. So, Freunde. Das war, ja, es muss auch mal ein bisschen Freundschaft und Business. Es ist ja auch gleichzeitig International Meeting. Und das kann man auch mal kurz live austragen. Ne? Ist die Musik eigentlich okay von der Lautstärke her oder ist sie zu laut? Ihr kennt ja schon, ich habe es damals das ein oder andere Mal schon gemacht, und zwar unnützes Wissen. Und ich habe da so ein Büchlein und es ist wirklich unglaublich, was da so drin steht. Wir werden auch demnächst wieder das Quiz machen, unnützes Wissen, das Quiz, hier live im Remi-Demi-Stream. Genau, und dafür könnt ihr euch dann auch bewerben, und zwar auf dem Discord-Server Schizo-Schiff, und dort gibt es die Rubrik, Gameshow-Bewerbung, ich glaube, so heißt sie. Gameshow-Bewerbung. Und dort dann bitte einmal reinschreiben, euer Alter, wie ihr heißt und an welcher Gameshow ihr teilnehmen wollt. In dem Falle wäre es jetzt
unnützes Wissen, das Quiz, ja? Ich bin mir sicher, dass ihr nicht alles davon wisst und wir können über das eine oder andere ein bisschen talken. Zum Beispiel, 35% der weiblichen Gefängnisinsassen in Saudi-Arabien sitzen im Knast, weil sie niemand abholt. Ja Mensch, ja, das ist auch wirklich, da haben die Männer sich in Saudi-Arabien gedacht, ach weißt du was, lass die Alte im Knast, da kann sie keinen Schaden anrichten und ich kann machen, was ich will. Ja? Warum nicht? Jeder Deutsche hat im Laufe seines Lebens durchschnittlich 4,7 Sexualpartner. Na, ich bin ja auch noch nicht so alt. Da ist ja noch Luft nach oben. Was soll das überhaupt? 4,7? Das eine war ein Krüppel oder was? Da fehlt ein Bein, werde nicht mehr ganz als Person gezählt. Boah. Dann hatte ich auch mehr. Wo ich nicht schon mein Lörres alles in kaputte Gegenstände reingehalten habe. Meine Güte. Chipstüten sind nie bis oben gefüllt, damit genug Platz für Stickstoff bleibt. Der verhindert, dass sich Bakterien sammeln und die Chips zerbröseln. Ja. Also das kennen wir ja nun alle, ne? Wir machen die tolle, volle Chipstüte auf und denken, was ist das denn? Verarschen oder was? Teilweise sind die ja... Also wirklich nur bis zur Hälfte gefüllt und der Rest ist Luft. Jedes Mal ärgert man sich da erneut drüber. Und trotzdem kauft man sich den Scheiß immer wieder. Obwohl sie keine Vagina hatte, wurde eine 15-Jährige aus Lesotho schwanger. Nachdem sie einen Blowjob gegeben hatte... war sie in eine Messerstecherei geraten, wodurch die Spermien aus ihrem Bauch in den Uterus gelangen konnten. Mama, war ich eigentlich ein Wunschkind? Du warst auf jeden Fall ein heftiger Unfall, sagen wir es mal so. Alles klar! Die Familie versteht sich. Ja, meine Familie auch, ne? Meine Familie sind auch alles, also wenn meine Eltern gerade zugucken, ne? Ja, ihr wisst es selber, kann man auch so sagen. Ja, meine Familie sind alles Idioten. Und wir verstehen uns trotzdem, ne? Der eine brüllt den anderen an, ne? Der eine ignoriert den anderen. Ja, es ist ins eine Ohr rein, ins andere raus. Am Ende gehst du aus so einem Familientreffen heraus und bist auch kein Stück schlauer. Aber es ist immer wieder schön, dass wir uns treffen und damit unsere Zeit vergolden. Ja, Mensch, die Liebsten, ne? Ich stelle gleich einen Timer auf 3 Minuten. Und in diesen 3 Minuten müsst ihr insgesamt 10 Begriffe erraten. Ich habe mir hier eine Seite geöffnet, die sehe ich vor mir mit verschiedenen Begriffen. Das heißt, die habe ich mir nicht selber überlegt, sondern ich suche mir jetzt ganz spontan ein paar Sachen aus, keine Ahnung. Und dann versuche ich das vorzumachen. Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr 10 Punkte. Ich auch. Geht da nicht anders. Ne? Also auch ich versuche hier mein Bestes zu geben, damit ich meine 10 Punkte erhalte. Und ihr versucht euer Bestes zu geben, damit ihr eure 10 Punkte erhaltet. 3 Minuten Zeit. 10 Begriffe gilt es zu erraten. Es gibt natürlich nichts zu gewinnen, aber just for fun. Und wollen wir mal hoffen, dass wir von beiden Seiten aus gut genug sind, das Ganze hier für uns am Ende zu beanspruchen. Also man kann mit 100 Punkten hier rausgehen. Wir starten und ich suche mir dann immer die Begriffe raus. Ich nehme nicht die ganz leichten, sondern ein bisschen schwerer sollen sie ja schon sein. 3 Minuten, ihr ratet wild in den Chat. Jeder kann hier am Ende mit 100 Punkten ausgehen. Schauen wir mal. Okay. Achso, ich weiß jetzt schon, es wird für mich schwierig, mir zu merken, ob wir schon 10 Begriffe haben oder nicht. Vielleicht kann irgendeiner so ein bisschen mitzählen, ein bisschen aufpassen. Wird schwierig für mich, das jetzt auch noch auf die Kette zu kriegen. Gut, also, die 3 Minuten laufen durch und ich mache dann Begriff für Begriff. Los geht's! Okay, ich wiederhole es. Ah, ich muss meine Fresse halten, ne? Oh, das habe ich nicht bedacht bei dem Spiel, dass ich nicht reden darf. Ja. Oh, das wird schwer. In 3 Minuten 10 Begriffe. Oh, das wird schwer. Das muss schneller im Chat rattern. Das muss durchrattern.
Christbaumkugel ist richtig. So, das erste. Weiter geht's. Christbaumkugel war es. Okay. Achtung, aufpassen. Oh, das wird nie was mit 10 Begriffen in 3 Minuten. Wir haben nur noch eine Minute. Handy-Ladegerät. So, richtig. Oh, fuck. Okay, pass auf. Weniger als 30 Sekunden. Ah, Zeit ist um. Oh, das war schwer. Okay. Vielleicht war die Zeit zu knapp oder zu viele Begriffe. Schreihals. Es wäre der Schreihals gewesen. Ja. Schreihals. Ah. Oh. Okay, komm. Dann habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, in 3 Minuten kriegt man das hin. Easy. 10 Begriffe. Habe ich mich falsch eingeschätzt. Okay. Dann würde ich sagen, ich habe irgendwie Bock, noch ein bisschen weiterzumachen. Dann sagen wir, machen wir nochmal 3 Minuten oder was? Nochmal 3 Minuten? Aber dann muss unser Ziel kleiner sein. Das heißt, in 6 Minuten, 6 Begriffe? Wollen wir das so machen? Jetzt haben wir, glaube ich, 2 erratete Begriffe. Das heißt, 4 müssen noch. Und ihr hättet jetzt noch 3 Minuten Zeit. 4 Begriffe jetzt nochmal in 3 Minuten. Und dann machen wir es in der Zukunft immer so bei Shizumime, dass wir sagen, 6 Minuten, 6 Begriffe. Dann hat man pro Begriff 1 Minute. Das sollte theoretisch zumindest machbar sein. Gut, dann machen wir nochmal 3 Minuten und es gilt noch 4 Begriffe zu erraten. Ich stelle wieder auf 3. Okay. Okay, so. Ich gucke nochmal das nächste. Ja, wer soll das denn machen? Also eine Sache, die ich sehr schwer finde, was ich gerade zu Anfang schon sagte, da steht Sonnenblumenöl. Wie soll ich das denn machen, Alter? Sonnenblumenöl? Ich könnte versuchen, euch irgendwie auf Sonnenblume erstmal zu bringen, was sicherlich ewig dauert. Und dann aber auch noch Öl. Wie soll ich das denn vormachen? Soll ich meine fettige Nase in die Kamera halten und sagen, hier, hier. Ja. Oh, jetzt hätte ich fast wieder was gesagt, aber ich will mir 5 Euro sparen. Puh, das wäre doch eine schwere Nummer. Ja. Was ist das denn? Da würde auch nie jemand drauf kommen. Konfettiregen. Konfettiregen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, egal. So, 4 Begriffe jetzt in 3 Minuten. Ich will mir nur das erste schon mal raussuchen. Ja, okay. Fangen wir damit an. Achtung, los geht's. Okay. Ja, Mistelzweig, richtig, okay, sehr gut. Was? Oh, Leute, kenne ich gar nicht. Oh, Digga, was sind das für Wörter? Okay, naja, das kann man schwer. Okay. Oh, schwierig. Okay, pass auf, Achtung, nächster Begriff. Hm?
da kommt er nicht drauf. Ich glaube, da kommt er nicht drauf. Ich kann auch überspringen, ne, wenn ich glaube, ihr schafft es nicht. Ich glaube, ihr könnt auch weiter sagen, ne? Wenn ihr das Gefühl habt, zusammen, das wird nichts, weiter. Nee, es geht in die falsche Richtung. Ja, es wäre Kinderstuhl gewesen. Ja, da kommt niemand drauf. Okay, so, ich scroll da nochmal durch die Begriffe ein bisschen durch. So, was haben wir denn noch? Ja, okay, hier, pass auf. Handcreme, so, perfekt. Drei noch, oder was? Zwei noch? Wie viele noch? Ich glaube, habt ihr zwei? Habt ihr eins bisher? Eins? Drei müssen noch, ne? Oh. Ja, komm, hier, komm, das. Na? Na? Ach komm, bitte. Moin, Gary. Schaukelpferd, ja, richtig. So, Na, da kommt wieder keiner. Ja, da kommt keiner. Okay. Oh, die Zeit! Noch 6 Sekunden, schnell! Ah, Zeit ist um! Ja, es ist ein besonderer Schal, ja. Langer Schal, Halstuch, Winterkleidung. Wollschal wäre es gewesen, Frank. Wollschal wäre es gewesen. Ach, schade. Okay, also. Es bleibt schwierig. Also es bleibt auch schwierig, in einer Minute einen Begriff zu erraten. Ja. Gut, wieder ein neues Spiel heute ausprobiert. Ja, aber das bringt auf jeden Fall Spaß.